Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt spielen wir mal wieder Far Cry 6 weiter. Und zwar im letzten Teil haben wir ja die Schiffe gesäubert. Das tue ich euch rechts in die Infokarte mal rein. Und jetzt schauen wir, was weitergeht. Und Juan tut es schon wieder. Ah, mein Lieblingsguerriero. Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Impro-Waffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. So, wir haben einen neuen Rucksack. Aber jetzt als nächstes müssen wir erstmal mit Clara sprechen. Dafür müssen wir darüber laufen. Und sie kann uns da mehr erzählen. Das nehme ich gleich mal mit. Zweimal Benzin. Das ist nie schlecht. Und jetzt gucken wir mal, was uns Clara erzählt. Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit wieder gehen, aber ich bleib erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Filibas Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktion dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Späher, meine ich nicht ernst. Mit dir kriegen sie meinen besten Guerillero ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft.
Viva Libertad, Jefa. Ja, ja. Ich bin nicht Claros bester Guerillero. Das bist du. Du hörst nicht zu. Dann übersetz es mir, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Jarana. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Danny. Arm. Aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriero. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Okay, das war jetzt sehr aufschlussreich. Jetzt müssen wir das Boot nehmen und damit zu Phil fahren. Jawohl, dann geht's auch. Und dann würde ich sagen, ab geht's. Phil ist 2300 Meter entfernt. Das würde ich sagen, machen wir einen Zeitsprung bis kurz vor der Insel. Weil sonst wird es einfach zu langweilig. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, wir sind jetzt da angekommen. Beziehungsweise wir sind ja noch nicht bei Phil. Sondern halt so weit wie... Ah, jetzt bin ich durch das Rote da, durch das Gift gelaufen. So weit wie ich halt mit dem Boot fahren konnte. Aber jetzt sind sie bloß noch 200 Meter. Das hört sich schon wieder anders an als 2300 Meter. Jetzt würde ich mir aber jetzt gerade hier mal Karte. Doch, das ist der ganze Weg, da würde ich mir aber glaube ein Auto rufen. Ich brauche was mit PS. Weil, da kommt er schon. Weil das ganze Laufe muss nicht unbedingt sein. Bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Nee, geschützt möchte ich nicht, ich muss zum Sitz. So. Müssen wir aber gerade auf die andere Richtung wieder, woher gekommen ist. So, dann jetzt fahren wir da mal hin. Das, oh, jetzt muss ich da halt immer... Ah, ich bin da ja schon. Kann ich da hochfahren, oder? Weiß nicht, das sieht... Ach, was willst du jetzt? Lass mich doch in Ruhe. Lass du mich bloß in Ruhe. Aber ich würde sagen, ich laufe da jetzt mal kurz hin. Ist ja nicht mehr weit, 180 Meter. Dafür hätte ich jetzt auch kein Auto gebraucht. Nö, ich weiß nicht, ob da... Ob ich da einfach so reinkomme oder nicht. Ja, da wäre ich mit dem Auto durchgekommen. Das wäre kein Problem gewesen. Aber, so wie ich das hier sehe, ist alles easy. Ja, kein Problem und nix. Ist ja gar nicht so schlecht. So, und jetzt gucken wir mal, was Phil meint. Bunt hier. Bist du Philly? Ich bin Danny. No. Hier ist kein Philly. Wow, was hast du auf dem Rücken? Weißt du, wo ich ihn finde? Cerveza. Also wer hat hier... Alles dient mehr als nur einem Zweck. Kannst du eine Sekunde herkommen? Kannst du mal kommen? Hältst du das mal bitte runter für mich? Das ist ein Totmann-Knopf. Eine Bewegung? Also, warum bist du hier?
Ich gehöre zu Clara von Libertad. Hat sie nicht gesagt, dass ich komme? Clara! Libertad! Du wirfst hier mit großen Namen um dich. Aber ich sehe Clara nicht. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Hast du Familie zu retten? Kinder? Nein. Was willst du dann überhaupt hier? Ich will meinen Finger vom Schalter nehmen. Und ich will wissen, wer mir dabei hilft, Castillo umzulegen. Okay. Du bist sicher. Du bist also Claras Held, hä? Ich bin kein Held. Entschuldigung, es hat geklappt! Geklappt! Feliz Magie, Baby. Du willst, dass wir Libertad helfen? Sprich mit Carlos Montero, unser Urgestein. Seine Familie wird unser Land retten. Super, bring mich zu ihm. Nein. Schritt 1, Philly muss dich lieben. Schritt 2, die kleine Montero muss dich lieben. Die kleine Montero? Sie, die. Chorizo, komm schnell mit, Junge. La Espada, seine Tochter. Zuletzt habe ich gehört, dass sie die Paria-Plantage im Osten angreifen wollte. Mag sie dich? Bist du dabei? Viel Glück, sie zu finden. La Espada? Oh Mann, die hat Feuer. Oh. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lässt du mich mit deinem irren Rucksack spielen, okay? Nein. Na gut, dann lass dich von dem Gift nicht unterkriegen. Ach, echt ein komischer Couch. Okay, das heißt, wir haben jetzt mit Phil gesprochen. Und wir müssen jetzt seine Schwester, Esquada, glaube ich, heißt die. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber, genau, das ist hier. Hier müsste ich sie nämlich finden. Würde ich das jetzt gerade mal... Doch. So. Jetzt muss ich das kleiner markieren. Aber jetzt muss ich erst wieder runter zum Auto, weil das würde ich gern fahren. Das sind nämlich auch, glaube ich, 1300, wie ich gerade gesehen habe, Meter. Das macht man nicht einfach mal so kurz zu Fuß. Philly. Mister. Donny. Du weißt schon, von der Guerilla, du wolltest mich hochjagen. Oh, der Held, que voilà. Wie sieht die Plantage aus? Oh, du weißt schon, Zigarren, weiße Anzüge, elegante Abendessen, nur Waffen. Na komm schon, du Großstadtheld, du bist jetzt im Westen, das ist eine Plantage. Ein altes Gebäude mit viel Zauber drumherum. Espada sucht nach einem Teniente, also ist sie vermutlich da drin. Unter wem ist sie her? Keine Ahnung. Die Monteros halten sich bedeckt, Held. Versuch das vielleicht auch mal. So. Jetzt tue ich... Muss ich da ja nachfahren. Das habe ich jetzt markiert. Auf der Karte sehe ich nämlich dann jetzt, wie ich fahren muss. Und dann fahren wir da mal hin. Hey, aber da mache ich nochmal kurzer Zeitsprung. Noch nicht. Noch nicht. Offensichtlich muss ich erst seine Tochter finden. Ich gehe jetzt dorthin. Ich rufe dich an, wenn ich Carlos getroffen habe. Das wird super, Dani. Carlos wird dich lieben. So. Jetzt sind wir fast da. Wir haben bloß noch 100 Meter waren es gerade. Wir müssen nämlich hier rechts rein. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob das schwer bewacht ist, oder? Weil auf der Karte sieht es nämlich aus, als... Ein unbefugtes, ja genau, unbefugtes Betreten. Deswegen mache ich da jetzt erstmal ein bisschen langsam. Was heißt langsam? Ich renne schon ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob hier Wache sind oder nix oder wie oder was. Das weiß ich nämlich jetzt eher eben nicht. Ich mal hier hoch. Aber es sieht komplett ruhig aus. Militärfahrzeug, ja, das ist schon nicht so.
Nochmal Fahrzeug. Ja, das sieht ja jetzt nicht mal so schlimm aus. Weil Wache sehe ich so jetzt nichts. Würde ich jetzt einfach sagen. Attacke. Ich weiß gar nicht, ob. Weil. Wer spricht da? Und da vielleicht doch welche sind? Vielleicht hier drin? Da hört man was. Ich gleich mit. Noch eine Leiche. Ah, hier geht's wieder raus. Munition nehmen. Ah, hier gibt's soweit nix. Mal darüber. Weiß nicht, ob hier jemand ist, wegen dem Sprecher, aber. Hallo, ist hier jemand? Ja, auch mit Medizin. Geh ich mal hier hoch. Signor Presidente, was macht die Virus so durch und durch iranisch? Unsere Wissenschaft. Ist hier jemand? Das Schwert? Man sollte sie Messer nennen. Ah, das ist bloß hier Fernseh, Radio. Da ist gar niemand Richtiges. Okay, das ist ja interessant. Was geht denn da oben ab? Jetzt gucke ich mal hier rein. Nein, habe ich nicht. Ich habe Angst davor, dass unser Land vergiftet wird. Nein! Bitte! Verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Fick dich, Fili. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprech mich nicht zu töten. Ah, Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel! Hast du alles? Nein. Aber es ist genug. Und der? Und der sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze. Genau. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Okay, ich glaube, da kommen jetzt ein paar Gegner. Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Das Militär wird uns am Arsch hängen. Jetzt wird's Abgehör da draußen. Ja, wie ich gesagt habe. Ja, gleich die Fässer in die Luft jagen. Dass mal ein paar weg sind schon mal. Der Alarm geht auch. Ja. Also da haben wir jetzt was zu tun. Wenn wir den da drin wegmachen, dann wäre schon mal eine Last weg. Mal den LKW in die Luft jagen. So, ah, die ist jetzt leer. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze besiegt bekommen.
Ist da der blöde Heli. Jetzt habe ich aber keinen Raketenwerfer oder so. Und der Rucksack ist auch leer, sonst hätte ich den mit dem Rucksack abgeschossen, aber das habe ich ja auch nicht gewusst. Jetzt muss ich irgendwie mit der normalen Waffe den kaputt schießen in dem Fall. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Da wäre jetzt der Rucksack gut gewesen mit einer Rakete. Wäre der kaputt gewesen. Nur... ja, das wusste ich jetzt halt auch nicht. Ich muss bloß gucken, wo ich Munition dann herbekomme, weil vermute 140 Schuss. Ah, hier ist nochmal wegen Munition. Ich denke, das wird nicht so reichen. Weil bis der kaputt ist oder bis der dampft und abstürzt, braucht er ein paar Kugeln. So, wir haben den Hubschrauber trotzdem noch besiegt bekommen. Zwar mit normalen Waffen und sehr viel Munition zusammensuchen, aber wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir hier so ein Pferd nehmen. Und hier einfach folgen.
gar nicht auf die Gegner eingehen, sondern einfach durchreiten, so dass die komplett, soll ich sagen, einfach abgehakt sind. Und dann schauen wir mal, wo wir hinreiten. Das ist doch gut gelaufen. Okay, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Okay, geschafft. Du reitest gut. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie, 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärgruppenscheiß. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Castillo scheint das Leben hier draußen ziemlich schwer zu haben. Sein Neffe José ist für uns das Wachen. Wir nennen ihn kleinen Bastard Napoleone Pequeno. Kleiner Napoleon. Süß. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren Sklaven. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Dreck rausgemacht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Comemierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lange auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn es nie zugeben würde. Jetzt führt Papa seine eigene kleine Revolution an. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Niemand. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, schon gut. Ist ein gutes Training. Was ist hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriero. Das Schwert und der Held. Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Er hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Hast du? Auf Erkundung? Blödsinn. Wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Entspann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist deine Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerrieros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Held. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel.